Ja, hallo bei Haifen Hinterhof, ich bin Robert Schlund und nach dem letzten Video über Multiroom-Streaming-Systeme möchten wir euch heute mal drei Gerätschaften vorstellen, die für Single-Room-Streaming gedacht sind. Und da haben wir uns überlegt, wir nehmen den Aurelic Aries Mini, wir nehmen einen Cambridge CXN und von Neem den ND5 XS. Das hier ist der kleine Aries Mini. Das ist das kleinste Gerät von der Marke Aurelic. Die haben also mehrere unterschiedliche. Das ist ein komplettes Gerät, bei dem wir also hier vorne sogar Grundfunktionen per Knopf steuern können. Und dieses Gerät zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass es natürlich auch hochauflösende Dateien umsetzen kann, bis zu 192 kHz 24 Bit. Voll ausgestattet, das heißt, wir haben also den Audioausgang, wir haben einen digitalen Ausgang, einen Lichtleiterausgang, wenn man da mit einem höherwertigen DAC arbeiten möchte. Wir können einen USB-Stick anschließen und den als Bibliothek nutzen. Wir haben die Möglichkeit, hier einen DAC, also ihn auch selber als DA-Wandler zu nutzen, Netzwerkanschluss, kleine Buchse fürs externe Netzteil. Eines der extrem interessanten Merkmale dieses Gerätes liegt darin, dass wir hier unten eine Klappe haben und können eine 2 Terabyte Festplatte zum Beispiel einbauen und haben damit dann quasi unsere ganze Musikbibliothek ständig dabei. Das ist gerade für Menschen, die viel reisen, die eventuell irgendwo mobil sein müssen oder für ein Ferienhaus ihre Musikbibliothek nochmal kopiert haben, mit Sicherheit ein sehr, sehr spannender Aspekt. Die Bedienung dieses Gerätes funktioniert im Grunde genommen nur übers Netzwerk. Das heißt, wir brauchen also ein Netzwerk, einen Router, der die IP-Adressen verteilt und dann muss das Ganze über die App gesteuert werden. Bei der App ist es so, dass Aurelic zum jetzigen Zeitpunkt, und wahrscheinlich wird sich das auch nicht mehr ändern, nur mit Apple-Geräten konfrontiert werden kann und mit Apple-Geräten bedient werden kann. Zur Bedienung gibt es für die Aurelic-Geräte Lightning DS, das ist die App und die öffne ich jetzt einfach mal, dann sieht man hier sofort erstmal, was passiert. Es gibt mehrere Geräte, die man dort sehen kann, wenn man Aries oder Aurelic in mehreren Räumen benutzt, dann wählt man sich das entsprechende Gerät aus. Man hat dann die Bibliothek, man hat die Suchfunktion, man hat natürlich Internetradio, man hat die Musikdienste, als da in dem Falle jetzt dann Tidal natürlich ganz stark zu erwähnen ist. Spotify geht bei den Geräten dann über die Bluetooth-Schnittstelle auch mit in der Nutzung. Von daher alles sehr, sehr übersichtlich, schnell und fließend in der Art und Weise vorzugehen. Das ist schon sehr, sehr vorbildlich. Das ist der Cambridge CXN. Cambridge macht ja seit längerem schon sehr, sehr gute Streamer. Das ist die zweite Generation, die an vielen Punkten einfach deutlich aufgewertet worden ist. Sehr, sehr stabil läuft es mittlerweile über die Applikation. Fernbedienbar ist es. Und als auch wirkliche Besonderheit im Verhältnis zu den anderen ist halt zu erwähnen, für denjenigen, der wirklich eine komplette Am-Gerät-Bedienung haben möchte, ist es sehr toll mit dem Multifunktionsrad und mit dem Farbdisplay, wo man dann sogar auch die Coverart gezeigt bekommt. Jetzt sehen wir hier die Rückseite des Gerätes, Stromanschluss, Wi-Fi-Dongle. Hier ist nochmal dann für den Bluetooth-Adapter ein Anschluss. Hier ist Ethernet, digitale Eingänge, digitale Ausgänge. Und da gibt es dann nochmal einen asynchronen USB-Anschluss-Eingang. Anschlüsse per Cinch und per XLR. Für diejenigen, die dann eine hochwertige, quasi high-endige Anlage mit symmetrischen Anschlüssen haben. Bei der Cambridge-App, die überarbeitet worden ist, finden wir auch eine extrem übersichtliche, einfache Struktur. Wir haben halt die Library und das Radio. Wir können die Eingänge anwählen. Was wir nicht finden, und das hat einen ganz besonderen Grund, wir finden keine Musikdienste. Die sind hier nicht in dem Gerät implementiert. Dafür muss man dann
den Bluetooth-Dongle auf der Rückseite einstecken und dann macht man es via aptX Bluetooth-Standard, dass die ganzen Musikdienste, die auf dem Handy sind, dann übertragen werden. Das ist jetzt das Gerät von Name, das ist der ND5XS, ein Streamer, der komplett in Handarbeit in England gefertigt wird. Das ist eine fantastische Manufaktur mit high-endigen Ansprüchen, ausgewählteste Bauteile, sehr, sehr unkompliziert in der Bedienung für all diejenigen, die seit ewigen Zeiten toll Musik hören. Dies hier haben wir uns einfach mal so plakativ rausgenommen, das liegt genau in der mittleren Kategorie bei den Geräten. Wir haben also hier, sobald ich drücke, zack, geht das Display an. Wir haben hier die Möglichkeit, ganz unkompliziert durch alles, was wir machen möchten, mit der Tastatur am Gerät zu arbeiten. Wir haben nach wie vor als Verbindung von der klassischen Seite bis hin zur Moderne eine Ferndienbarkeit bei einem auch wirklich gut ablesbaren Display. Und wir haben eine wunderbare App, die Name-App. Beim ersten Öffnen sieht man erstmal alle Name-Geräte, die man in seinem Haushalt verteilt hat. Dann wählt man sich das passende Gerät aus, in unserem Fall ND5XS. Dort sehen wir die ganzen digitalen Eingänge, analoge Eingänge und haben da also wirklich die Möglichkeit, das eigentlich wie ein zentrales Glied in einer tollen HiFi-Anlage zu nutzen. Haben dann die Möglichkeit, halt auf die Musikbibliothek zurückzugreifen, können Tidal und Spotify nutzen. Internetradio natürlicherweise auch mit integriert. Und auf Wunsch, wobei das mittlerweile für uns in Deutschland kein echtes Thema mehr ist, ist in diesem Gerät sogar auch ein FM- und DAB+-Tuner integrierbar. Das ist das Gerät jetzt von hinten. Das heißt, wir haben natürlich wie bei den anderen Geräten auch WLAN und LAN-Anschluss. Wir haben die Möglichkeit, für Updates das USB zu nutzen. Und dann haben wir hier Remote In und Out. Das ist eine Besonderheit bei Name. Wenn wir bei einer bestehenden Name-Anlage einen Streamer mit dazu gesellen, dann ist der Streamer in der Lage, die ganze HiFi-Anlage zu bedienen. Wir haben hier die digitalen Ausgänge. Das ist dann auch wieder Name-typisch, dass wir hier mit einer BNC-Geschichte arbeiten. Und das hier ist eine ganz spezielle Sache, die den ganzen Name-Freunden schon bekannt ist. Wir steigen ein in einer sehr, sehr hohen Qualität bei Name. Dann wird das hier entfernt. Man nimmt ein externes Netzteil dann mit dazu und dann werden die Audioqualitäten nochmals deutlichst verbessert. Die Engländer gehen ihren eigenen Weg. Seit ewigen Zeiten nutzen sie die deutschen Buchsen, die DIN-Buchsen. Das ist nämlich einer der wenigen haltgenormten Anschlüsse und die betrachten sie nach wie vor als die klanglich besten. Parallel dazu gibt es dann die Cinch-Anschlüsse, die sind über die Ferndienung dann umzuschalten, dass man entweder die Cinch oder die DIN-Buchse belegt hat. Ja, ich hoffe, dieses kleine Video mit den drei Netzwerkplayern für Einraumlösungen hat euch erstmal gut gefallen. Es sieht so aus, dass es natürlich noch viel, viel mehr dieser Netzwerkplayer bei uns im Laden zu sehen und zu hören gibt. Kommt vorbei, nehmt euch einen Berater an die Hand, lasst euch die Geräte zeigen, vorführen, hört sie euch an und dann schaut ihr, was am besten zu euch passt.